Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Diese Woche ist wieder eine Deko-Together-Woche, das heißt, das Thema ist vorgegeben. Und zwar machen wir eine Boho-Woche, also eine Bohemien-Woche. Und das ist erst noch die Monatsübersicht, die muss ich heute Abend auch noch dekorieren. Aber wir suchen hier jetzt die erste Märzwoche. Hallöchen. So, super. Dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. Und zwar würde ich heute mit Stempeln beginnen. Hier haben wir schon mal zwei kleine Stempelblöcke und diese Ashley Goldberg Clear Stamps. Und da hätte ich gerne diese beiden Stempel. Und damit stempeln wir uns jetzt hier so einen kleinen Hintergrund auf diese große freie Fläche, die ich ja immer so wild dekorieren kann, wie ich möchte. So. Also Nummer 1, zack, und Nummer 2. So, warte mal ein bisschen mittiger. Perfekt. Dann habe ich mir hier verschiedene Stempelfarben rausgesucht. Diese hier, und damit färben wir das Ganze jetzt so ein bisschen ein. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Hoffentlich sieht das am Ende gut aus. Und, ups. Was sind das? Was sind das? Los geht's. Und das mache ich jetzt quasi hier mit der ganzen Fläche. Das wäre es dann vorerst mit dem Stempeln. Jetzt würde ich gerne mit Washi-Tape weitermachen. Und da habe ich mir zum Beispiel die beiden hier ausgesucht, wobei wir das hier auch nehmen könnten. Ja, wir nehmen jetzt einmal hier dieses Masté-Tape. Das hat so einen braun-bronzigen Ton. Also sehr neutral. So, und das kommt jetzt einmal hier unten quer rüber. Hoffentlich. So, super. Und da oben drüber kommt dann dieses Rosane mit diesen floralen Kacheln von Kiseki. So. Und damit das Ganze noch ein bisschen mehr nach Boho aussieht, nehme ich mir hier dieses Little Bee Tape mit den Pfeilen und die kommen hier quasi genau auf den Übergang. So, 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 so. So weit, so gut. Dann können wir hier oben natürlich auch noch ein bisschen mit Tape arbeiten. Mal schauen, was haben wir denn da noch hier? Dieses Nude. Ich finde, das ist sehr nude. New Tape, das kommt jetzt einfach mal hier oben hin. Sogar fast gerade. Großartig. Ja, ja, ja. Ah, super. Und das ist, glaube ich, ein Viertelchen zu lang. Das wird ein bisschen gekürzt. So. Soweit, so gut. Dann könnten wir uns ja schon mal mit den Stickern beschäftigen. Und zwar habe ich mir passend zu all diesem hier die Auroras Heart Bohemian Planner Goodies ausgesucht. Und da das Thema ja Boho ist, dachte ich mir, wäre ich mit den Stickern auf jeden Fall gut dabei. Und hier seht ihr ja auch schon, warum ich mich hier für diese
Steine entschieden habe. Ich habe diese tollen Sticker von ihr bekommen und die passen ziemlich gut. Jetzt muss ich mir nur mal überlegen, was ich da oben gerne hin hätte. Ich habe hier noch dieses Sample und dieses Sample, aber ich glaube, das hier passt besser. Das könnte ich da oben noch mal hinkleben. So, also erstmal ein bisschen was ablösen. Na, hat nicht geklappt. So, so. Ja, schöne Reiskante. Und das kommt jetzt einfach hier nochmal drauf. Schöne Blumentape. Das finde ich richtig cool irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Ich bin ja sonst nicht so abstrakt veranlagt, aber das gefällt mir echt gut. Dann mal überlegen. Also ich habe hier diese total coole Girlande quasi. Gucken wir mal, wie lang die ist. So. Die hier von Montag nach Dienstag? Oder soll ich die hier hinmachen? Oder soll ich die hier hinmachen? Ich würde sie auf jeden Fall sehr gerne benutzen. Aber ich will halt auch nicht den Dienstag so komplett zuhauen. Oder hier hin. Warum nicht? So. Also die Girlande gelandet. Dann würde ich, glaube ich, hier wieder so ein dünnes Tape hinmachen. Gucken wir mal. Ja, nehmen wir einfach mal dieses hier. Das ist auch von Little Bee. Das ist in so einem total schönen Korallton irgendwie. So, dann mal gucken. Ich habe hier solche Dreiecke. Die würde ich dann jetzt einfach mal hier beim Mittwoch einsetzen. Mittwoch. Oh, wie süß. Die finde ich echt cool. So. So, dann haben wir da noch so eine kleine Girlande gebaut. Und damit die nicht einfach so in der Luft schwebt, kommt da jetzt einfach so eine kleine Schleife dran, als hätte ich die aufgehängt. So. Dann habe ich hier noch einen Stock. jede Menge Hexagone. Vielleicht kann ich so einen jetzt einfach mal überlegen. Zum Montag. Die sind halt so groß, da kriege ich nicht so viele von drauf. Oh, die hier sind kleiner. Das ist gut. Also, machen wir den hier zum Montag. Oder so. Und nehmen noch mal links und rechts welche. Aha. Das sieht auch ganz schön aus. So, dann bin ich nächste Woche weg. Ein paar Tage lang. So, ich fahre von Donnerstag bis Sonntag nach Düsseldorf und arbeite da auf einer Make-up-Artist-Messe. Und hier habe ich noch so diese Mädchenrücken, also die so nach hinten schauen. Und ich würde sagen, die Dame hier passt ganz gut ins Farbschema. Und die schnappen wir uns jetzt mal. So. Upsi. Ja. Und die schneide ich mir jetzt mal so ein bisschen aus. So. Ups. Und die könnte ich mir eigentlich auch hier schon so ganz gut vorstellen. Noch eine. Den ganz pinken Haaren vielleicht. Was gibt das Tape noch so her? Das ist übrigens von Collecting Life. Das passt auch ganz gut. So, also entweder mache ich das jetzt mit oder ohne Rahmen. Muss ich mir noch überlegen. Beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Aber ich habe dieses super coole Sample bekommen. Auch von der lieben
Pineapple Office. Sieht schon, sie hat mich total unter ihrer Fuchtel und hat mich total angefixt. So, ich würde sagen, das schneiden wir jetzt auch noch mal so ein bisschen aus. So. Jetzt wird es wieder voll experimentell hier. Und das passt halt auch so cool mit diesen Dreiecken jetzt, ne? Das mag ich ja so. Ich glaube, ich schneide das von innen auch aus, beziehungsweise das macht das Kapell für mich. So. Und dann wird das hier unten. Überhaupt die Welt gut. So. So. Und an dich. So, dann haben wir einmal die Dame da platziert. Das finde ich eigentlich ganz schick. Und dann gucken wir mal, kriege ich hier noch eine rein. So, fertig. Dann kann ich hier noch gerade was eintragen. Und zwar, lasst mich nicht los, seht ihr das? Ich werde angegriffen. Also hier kommt jetzt noch hin Messe. Und dann würde ich erst noch mal meine ganz normalen Arbeitstermine eintragen, die denn da hier zu finden sind. So. Also Montag wird ein super normaler Tag. So. Dienstag wird auch ganz normal. So. Mittwoch wird auch noch normal, beziehungsweise wir fahren dann nachts. So, Store. Das heißt, ich muss hier auch noch Koffer packen. So, hier wird dann Messe. Aufbau. Und da findet die Messe dann statt. Das lasse ich erst nochmal leer. Muss ich noch überlegen, wie ich das am besten da hinschreibe. So.
soweit ist das ja eigentlich ganz nett. Eigentlich habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht noch ein Sticky Note benutzen könnte, aber das ist so riesig. Das ist mir zu groß. So, vielleicht, wenn ich das hier abschneide. Ja, so kann ich das ganz gut benutzen. Dann mache ich mir da nämlich meine super duper Pack. Merk nicht vergessen, auf keinen Fall vergessen Liste drauf. So. Und dann hat das hier auch quasi schon einen ganz hübschen Rahmen. So, dann. Was habe ich denn hier noch so an super nicen Stickern? Ich glaube, die Dame kriegt hier auch noch mal so ein paar. Weiß nicht, sind das Diamanten? So. Ja. Wow. Tut mir leid, dass ich heute still bin. Irgendwie stresst mich diese Dekoration und ich muss viel nachdenken. Nein, nicht schon wieder schief. Sandra, ehrlich jetzt. Mach mal Konzentration. Naja, geht. So, und da hätte ich jetzt eigentlich gerne noch ein bisschen was Schwarzes am Start oder was Dunkles am Start, weil mir jetzt so ein bisschen noch die schwarzen Akzente in dieser Dekoration fehlen mir noch, weil alles jetzt sehr rosa geworden ist. Viel rosaner, als ich gedacht habe. Und hier nochmal so einen kleinen steinartigen. So. Ist nice. Okay, dann schneide ich jetzt mal alles außenrum ab, was ich kann. So sieht das Ganze bisher aus. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein bisschen mehr Schwarz. Also auf der Seite. Und deswegen habe ich mir hier dieses kleine Pünktchen-Tape nochmal ausgesucht. Und auch das bekommt jetzt, glaube ich, erstmal eine Reiskante von mir. So. Und dann kommt das einfach mal hier so ein bisschen drunter. Und dann haben wir da noch ein bisschen mehr Schwarz auf der Seite. Und, whoops. Dann könnte ich noch, was könnte ich noch machen? Ich habe hier noch diese Sticker von Aurora, die auch super schön sind. Die könnte ich noch mal so ein bisschen ins Spiel bringen. Das sind solche, ja, wie so Spitzen. Die, glaube ich, passen jetzt auch noch ganz gut rein. So, und so. Und den könnten wir vielleicht hier unten noch einhauen. Gucken wir mal. Und dann nehmen wir noch mal einen ganz kleinen. Und den machen wir jetzt einfach hier. Super. Und dann passt das für mich persönlich einfach von dem Gleichgewicht her wieder besser. Wisst ihr, was ich meine? Oder klingt das total bescheuert? Wahrscheinlich schon, ne? Aber vielleicht kann einer von euch das ja auch nachvollziehen. Das muss alles ein Gleichgewicht haben. Super, jetzt gefällt mir das doch alles schon viel besser. Vielleicht hier noch irgendwie einzeln. Und dann ist gut. So, also du liegst so. Das heißt, das darf ruhig so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es Bohemian genug ist. Auf jeden Fall gefällt es mir so eigentlich ganz gut. Ja. Dann kommt das einfach da noch dazu. So, jetzt nehme ich meine Hände weg. Finito. So, da ist er ja. Der Schelm. Hat sich bei mir versteckt. So. Na. Zwei.
Ich mag diese Deko, auch wenn sie irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht nicht immer so ganz zusammenpasst, aber irgendwie funktioniert es, glaube ich, trotzdem. Und ich hoffe, es ist boho genug. So, habe ich jetzt überall 6 Löcher. Sehr gut. Cool. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass diese Spitzensticker es jetzt nochmal richtig gebracht haben. So, dann müssen wir hier quasi schon zum März. Eieiei. Und das ist... wo sind wir denn jetzt? Doch hier, da. Du musst so, so, so. Und da. Da muss es hin. Fertig. Ich hoffe, euch gefällt dieses wüste, gestempelt, geklebte, washi gestickerte Ensemble. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!